Ja, herzlich willkommen hier bei Akigraphie Live. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe jetzt zu Beginn gleich mal einen Kaffee gemacht, um uns mal gleich zu beruhigen. Wir setzen uns an den Kaffeetisch und reden miteinander. Denn Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein in der Fotografie, das klingt wie so ein beschissenes Chaka-Chaka-Seminar. Und das machen wir heute definitiv nicht. Das Thema ist allerdings nicht ganz unwichtig. Denn aus meiner Erfahrung wirkt sich Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein in der Fotografie, also so selbstbewusst, wie ihr an eure Fotos herangeht, sofort auf die Bildqualität aus. Und damit meine ich nicht die Bildqualität aus der Kamera, sondern die Bildqualität, die man erkennen kann. Also die guten Fotos, die damit entstehen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, trinken wir noch mal kurz einen Schluck und dann fangen wir an. Viel Spaß! Okay, dann fangen wir mal mit dem ersten Punkt an. Ich möchte das an wenigen Punkten festmachen, aber der erste ist schon mal der wichtigste. Das Thema Erfahrung. Warum ist Erfahrung eigentlich so wichtig? Ich möchte das Thema Erfahrung nicht an bestimmten Jahren festmachen. Ich möchte jetzt nicht sagen, nach so und so vielen Jahren habt ihr ausreichend Erfahrung. Das kommt auch darauf an, wie oft ihr fotografiert. Ihr könnt 10 Jahre schon dabei sein und eigentlich nicht viel Fotoshootings gemacht haben oder einfach generell nicht viel gemacht haben. Macht eure Erfahrung. Und Erfahrung heißt, auch viel zu machen in dem technischen Bereich. Viel zu machen in den verschiedenen Disziplinen in der Fotografie. Erfahrung heißt einfach generell Erfahrung sammeln. Sammeln, was geht. Nehmt mit, was geht. Macht auch mal schlechte Erfahrungen, ganz wichtig. Schaut mal in meine Folge rein, warum die ersten 10.000 Fotos eben nicht die schlechtesten sind. Denn in dieser Zeit sammelt ihr massiv an Erfahrung. Und Erfahrung hilft euch am Ende selbstsicher zu werden. Denn ihr habt schon so viel mitgemacht, ihr habt schon so viel gesehen und schon so viel fotografiert und so viel Scheiß auch schon fotografiert, dass ihr tatsächlich am Ende sagen könnt, nee, so wie ich jetzt an das Ding gerade rangehe, so funktioniert das nicht. Aber ich weiß, wie es geht. Und dann werden die Bilder richtig gut. Der zweite Punkt ist Leidenschaft. Und dieser Begriff klingt ein bisschen abgedroschen, denn man liest ihn unter jedem zweiten Fotografenportfolio in der Beschreibung des Fotografen. Ja, ich bin Hobbyfotograf aus Leidenschaft oder ich bin Berufsfotograf aus Leidenschaft, wie auch immer, oder ein leidenschaftlicher Fotograf oder whatever. Der Begriff Leidenschaft wird hier ein bisschen zu inflationär eingesetzt für das, was er eigentlich bedeutet. Ich erkläre es euch. Leidenschaft bedeutet überproportional und im, sagen wir mal, im Verhältnis gesehen oder im Durchschnitt gesehen einzusetzen für seine Fotografie. Zu viel zu kaufen. Ja? Ganz schrecklich, wenn Gas entsteht. Ja? Ihr wisst, was das bedeutet. Ihr kauft einfach zu viel, wo jeder sagt, sag mal, geht's noch? Kann man auch sowas kaufen? Du musst ja Geld haben. Ja? Das ist Leidenschaft. Oder Leidenschaft ist, für ein Fotoshooting sich ewig und 3 Tage vorzubereiten. Wirklich alles ins kleinste Detail zu planen. Leidenschaft ist, das Ding natürlich auch mit einer gewissen Euphorie zu betreiben. Natürlich, das ist klar. Das ist das, was wahrscheinlich die meisten darunter verstehen. Aber Leidenschaft ist generell einfach überproportional zu viel einsetzen für das, was eigentlich ein Durchschnittsfotograf macht. Und warum ist Leidenschaft so wichtig für das Selbstbewusstsein, für das Selbstwertgefühl? Ganz einfach, indem ihr all diese Dinge so oft und konsequent macht, werdet ihr wieder, und da kommen wir zum Punkt A zurück, mehr erfahren und ihr habt schon so viel gesehen und so viel gemacht und so viel Technik in der Hand gehabt und mit so vielen Dingen umgegangen, überproportional viel umgegangen, dass ihr einfach wisst, wie der Hase läuft. So, dritter Punkt, und der ist jetzt aber mit der Leidenschaft ein bisschen in Konkurrenz. Der dritte Punkt ist, weniger ist mehr. Ich weiß, es klingt widersprüchlich, aber ich möchte euch beim Thema Leidenschaft nochmal an die Grundaussage in meinem Kanal erinnern, an die Dinge, die ich so häufig sage. Kauft nicht zu viel. Denn weniger ist mehr heißt, ich muss mich mit dem Wenigen, was ich habe, auch intensiver beschäftigen. Und das ist ein enormer Vorteil für diejenigen, die zu viel Technik haben. Die sind mit dieser Technik dann meist auch überfordert. Oder die Technik ist too much für das, was sie eigentlich überhaupt können und machen oder vielleicht auch machen wollen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass je weniger Ausrüstung ich mitnehme, vor allem eben zum Beispiel bei einem Fotoshooting, nicht den gesamten Fotokoffer mitnehme, sondern mich auf eine Kamera, ein Objektiv oder 2 Objektive zu beschränken. Auch bei der restlichen Ausstattung. Nicht so viel Blitze, einfach auf das Wesentliche sich zu konzentrieren, hilft einfach auch in der Szene, wo man jetzt gerade fotografiert. Ich rede jetzt natürlich von People-Fotografie, das ist jetzt in der Landschaftsfotografie anders. Aber ich möchte das als Beispiel anführen, dass wenn ich jetzt mit weniger
beim Modell auftauche, ich auch gezwungen bin, mit dieser Kamera, mit diesem Objektiv mein Ding durchzuziehen. Und ich nicht mit 1000 Sachen völlig überfordert und überlastet bin und jetzt mir überlege, Mensch, könnte ich jetzt mit 60 mm fotografieren? Ach, aber das 56er ist auch geil. Aber das 90er ist auch super, wo ich dabei habe. Aber das 24 bis 70 könnte mir helfen, dass ich nicht so viel rumrennen muss. Und dann habe ich noch einen Weitwinkel, das wäre auch eine gute Idee. Ah Mann, was mache ich jetzt? Versteht ihr, was ich meine? Das nützt euch nichts. Wenn ihr weniger dabei habt, konzentriert ihr euch viel besser auf das Modell und auf die Szene. Der nächste Punkt, seid verrückt. Was meine ich damit? Klingt jetzt auch immer voll esoterisch und so wieder abgehoben. Nein, ich mache jetzt wirklich kein Chaka-Chaka. Was verstehe ich darunter? Ihr kennt sicherlich viele Fotografen, die sind bekannt durch ihren Bildstil. Also es ist wirklich egal, wenn ihr mal durch Instagram durchscrollt oder durch irgendwelche anderen Fotografenseiten, ihr sagt, ah, das ist jetzt wieder der, weil er einfach auffällt mit diesem Bildstil. Und meistens sind diese Bildstile völlig anders als die, die man sonst kennt. Das ist kein Einheitsbrei. Und das, warum ist das so wichtig für Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein? Eigentlich erzeugt das automatisch Selbstwertgefühl, denn in diesem Bereich bin ich der Crack. Da bin ich der Meister, weil ich diesen Scheiß liebe. Und ein Fotograf, der ein bisschen crazy drauf ist, der experimentiert auch gern mal was. Der nimmt auch mal was Ungewöhnliches. Und dann entwickelt er eben diesen Bildstil. Und dann sagt er, das finde ich voll geil. Und das charakterisiert mich. Und wenn ich dann eben an meine Fotos rangehe, dann weiß ich genau, so mache ich es. Denn ich liebe den Scheiß. So muss es aussehen. Und diese Fotografen werden niemals in der Masse oder im Einheitsbrei verschwinden und ihren Stil hin und her wechseln, was gerade eben im Moment Trend ist, die sind sicher in dem, was sie tun. Und das führt uns zum nächsten Punkt, der heißt, geh an deine Grenzen. Trau dich was. Führe deine Kamera und das, was du machst, an die Grenzen. Bringe deine Fotografie an die technische Grenze. Oder mach etwas, was du noch nie gemacht hast. Trau dich mal an andere Disziplinen ran. People-Fotograf macht zum Beispiel jetzt mal Wildlife. Einfach nur der Interesse halber, um Erfahrung zu sammeln. Da sind wir wieder bei Punkt 1. Ich habe es euch gesagt. Punkt 1, die Erfahrung ist das Allerwichtigste von allem. Das ist wie so ein Zelt, das über allen anderen Argumenten bzw. Punkten steht. Nochmal zum Thema, trau dich was und geh an deine Grenzen. Wichtig ist, dass ihr in dem Bereich Erfahrung sammelt, dass ihr wisst, wo sind auch eure Limits, vielleicht auch hier oben. Wisst, dass ihr zum Beispiel eine Aufgabe nicht angehen könnt, weil ihr einfach sagt, das ist nicht meine Welt. Ich kann keine Architektur, ich konnte das noch nie und ich hasse es auch. Spürt vielleicht doch mal rein. Eure Grenzen müssen auch erspürt werden. Wenn ihr Widerstand erfahrt in der Fotografie, wenn ihr schon merkt bei der Fotografie, Gott, ist das ein Scheiß, ja? Es sei denn, ihr müsst diese Aufgabe machen, weil dafür bezahlt wird, das ist ein anderes Thema. Aber ihr versteht ungefähr, was ich damit meine. Spürt rein und lotet eure Grenzen aus. Und dann werdet ihr selbstsicher, weil ihr immer sagen könnt an dem Punkt, okay, bis hierher und nicht weiter. Und alles andere überfordert mich und dann werden meine Bilder einfach nicht gut. Vorletzter Punkt, verabschiede dich von Paradigmen. Ich werde jetzt definitiv nicht sämtliche Fotografen-Klischees und Paradigmen auf den Tisch bringen. Über die habe ich schon so oft gesprochen auf meinem Kanal. Es geht mir um den wichtigsten. Nämlich das Paradigma, hast du was, bist du was. Und hast du was, bist du was, ist bei vielen Fotografen die Entschuldigung dafür, sich nicht weiterentwickeln zu müssen. Ich habe eine geile Kamera, also was brauche ich denn noch mehr? Die kann das. Wenn du eine kleinere Kamera hast, wenn du weniger einsetzt in deiner Fotografie, dann bist du auch gezwungen, dich weiterzuentwickeln. Und dann sind wir wieder, wie immer, ihr seht, wir kommen immer wieder zum Anfang zurück bei Punkt 1. Ich möchte euch mit diesem Punkt dazu einladen, dieses Paradigma umzuformulieren. Und zwar, wie formuliere ich es? Tust du was, dann bist du was und dann hast du was. Was meine ich damit? Zuerst tun, um etwas zu sein. Also zuerst die Erfahrung zu machen, um daraus zu lernen und dann zu sagen, das kann ich. Und dann hast du was. Denn dann hast du was zu bieten. Dann hast du Qualität zu bieten, die beim Kunden oder bei euren Models oder wie auch immer ankommt. Da, wo ihr denkt, Erfolg haben zu müssen. Und das ist ein verdammt geiles Gefühl, das kann ich euch sagen. Letzter Punkt. Hör niemals auf. Es gibt ein wirklich wunderbares asiatisches Sprichwort, das heißt, bist du Meister in einer Disziplin, musst du wieder Schüler in einer anderen werden. Ich denke, ihr versteht den tieferen Sinn hinter diesem Spruch. Hört also niemals auf, euch in eurer Fotografie weiterzuentwickeln. Probiert einfach Neues aus. Ich finde, der kreative Schaffensprozess
ist wichtiger als das Ergebnis. Ich habe jetzt lustigerweise in einem von meinen Glückskeksen, die ich beim Asiaten aufgemacht habe, einen wunderbaren Spruch gefunden und der fasst das Ganze eigentlich nochmal ganz schön zusammen. Hier steht drauf, ich muss gucken, dass ich nicht die Brille dazu brauche. Es genügt nicht, an den Fluss zu gehen mit dem Wunsch, Fische zu fangen. Man muss auch ein Netz mitbringen. Und vielleicht versteht ihr mit diesem Spruch, was ich mit dieser Folge eigentlich meine. Denkt mal drüber nach. Ich wünsche euch auf jeden Fall gut Licht, denn das ist immer Voraussetzung für gute Fotos. Und ich wünsche euch die Erfahrung, die ihr braucht, um wirklich selbstbewusst an eure Fotografie heranzugehen. In diesem Sinne, ich sage es jetzt wirklich zum Schluss. Tschakka, tschakka. Nein. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Aki.